Hallo meine Lieben, willkommen zu einem etwas anderen Video. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es nennen werde. Wahrscheinlich mein Leipzig-Vlog oder Leipziger Buchmesse 2016-Vlog oder irgendwie sowas. Denn es wird nicht nur Buchmesse, sondern auch ganz viel Gequatsche. Ja, aber warum sitze ich jetzt hier? Und nicht irgendwo im Zug in Leipzig im Hotel und erzähle euch das Ganze. Ja, ich erzähle euch das jetzt zum zweiten Mal. ich habe mir ja vorgenommen, eine Art Follow Me Around oder irgendwie sowas zu machen und euch direkt aus Leipzig zu erzählen, was ich so erlebe, was ich so mache. Teilweise hat das auch funktioniert, teilweise eben nicht. Ja, ich habe einige Videos gemacht, aber es war halt das erste Mal und es ist einiges schief gelaufen, sagen wir so. Bei einigen sieht man mich nicht, weil die Lichtverhältnisse so schlecht waren und ich habe das irgendwie nicht bewusst wahrgenommen bzw. nicht auf die Kamera geschaut. Oder ich hatte dann mit dieser Kamera, mit der großen, dann was aufgenommen. Hielt sie dabei in der Hand und das Mikro zu. So, dass ich dann irgendwann beim dritten Video festgestellt habe, als ich auf dem Rechner das Ganze schneiden wollte, Moment, man hört nichts. Oder so gut wie nichts. Ja. Und das habe ich schön 3 Videos lang durchgezogen, ohne es zu merken. Und ja, es bringt hier nicht viel, wenn ich da sitze in meinem Hotelzimmer oder so und euch was erzähle oder ein Buch in die Hand halte und ihr gar nicht wisst, was ich euch erzähle. Ja, also sind die Videos oder werden die Videos dann auch gelöscht und ich habe beschlossen, ich setze mich dann jetzt hier hin in meinen Lesesessel, mache es mir ein bisschen gemütlich. Ich gehe davon aus, dass das Ganze jetzt länger wird. Ihr seht es, ich kann es nur erahnen. Also macht es euch auch gemütlich, wenn ihr Zeit und Lust habt. Macht euch etwas zu trinken, holt euch etwas zum Essen, setzt euch gemütlich hin und wir machen eine Art Kaffeeklatsch. Ja, ich habe meinen Kaffee auch hier, da werde ich mir auch ab und zu einen Schluck gönnen. Hätte ich zu gut. Ist noch ziemlich voll, wie man sieht, ich habe es gut gemalt. Aber auch noch heiß. Ja. Macht euch also auch einen Kaffee, einen Tee, holt euch ein Wasser und dann quatschen wir eine Runde, würde ich sagen. So, wie läuft das Ganze ab? Was habe ich jetzt vor? Nach dieser Vorrede jetzt hier gibt es ein paar tatsächlich Live-Videos, die ich auf der Hinfahrt aufgenommen habe. Wundert euch nicht über das Format und ja auch die Qualität. Das habe ich dann mit meinem Handy aufgenommen und es ist nicht das neueste Modell und man merkt dann doch ein bisschen die Unterschiede zwischen einer richtigen Kamera und einem Smartphone. Aber es ist vielleicht auch ganz nett, wenn doch so ein paar Live-Bilder von unterwegs dabei sind. Ja, auf der Hinfahrt hat das tatsächlich recht gut geklappt. Ja, zwischendurch eigentlich auch. Und die Bilder oder die Videos von der Hinfahrt kommen jetzt hier im Anschluss. Danach erzähle ich euch, wie mein Donnerstag war. Da war ich nicht auf dem Messegelände, sondern habe so ein paar Veranstaltungen mitgemacht. Dann gibt es ein paar Messebilder vom Freitag. So ein paar Schnipsel, die ich gemacht habe, einfach damit man so ein bisschen den Eindruck gewinnt, wie das Ganze aussieht in Leipzig auf der Buchmesse. Und dann erzähle ich euch, was ich Freitag so erlebt habe. Das ist dann ein wenig mehr. Da war doch einiges los. Und ich denke, dann wird das Video auch zu Ende sein. Dann wird es reichen. Das wird mit Sicherheit schon ordentlich von der Zeit her. Und im zweiten Video geht es dann weiter. Da gibt es dann den Samstag mit ein paar Schnipsel von der Messe und dann wieder Gequatsche von mir. Und den Sonntag bin ich wieder zurückgefahren. Da war nicht ganz so viel los, da habe ich zwar auch was mitgemacht,
Aber nicht mehr ganz so viele. Auf dem Messegelände war ich auch nicht mehr. Und ja, dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Und es gibt dann noch ein Video von der Rückfahrt. Genau. Das ist der Plan. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt klappt. Ich gehe davon aus, dass das jetzt besser funktioniert, weil ich die Kamera auch nicht mehr festhalte, denn ich weiß immer noch nicht, wo das Mikro da sitzt und wie ich es verdecken konnte. Ich werde auf jeden Fall, also ich weiß, dass ich, wenn ich dort, also an einer bestimmten Stelle halte, dass es dann funktioniert. Ja, und dann geht halt Ton vor Bequemlichkeit demnächst. Ja, passiert. Jetzt weiß ich es, beim nächsten Mal wird es besser. Ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meinen Hinfahrt-Videos. Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören. Es ist irgendwie soweit, wir unschwer sitze ich im Zug. Es geht endlich Richtung Leipzig. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin aufgeregt, aber das ist schon ein bisschen besser geworden, seit ich jetzt hier sitze. Ja, bin schon sehr, sehr gespannt, was alles auf mich wartet. Ja, freue mich einfach wahnsinnig. Im Moment ist es so ein bisschen getrübt, zum einen, weil ich erkältet bin noch immer oder schon wieder, ich weiß es nicht. Und da muss ich immer wieder husten so ein bisschen, das ist also ein bisschen blöd, aber ich lasse mich davon nicht runterkriegen. Zum anderen haben meine Männer mich gerade zum Bahnhof gebracht und das ist dann doch ein bisschen komisch für eine Mama, wenn man dann so winkt. Und ja, ich weiß ja, der Kurz ist gut aufgehoben, aber es ist trotzdem ein merkwürdiges Gefühl. Ich habe jetzt noch ca. 20 Minuten vor mir, dann bin ich im Hamm, dann steige ich um. Ich habe rund eine halbe Stunde Aufenthalt, hol mir dann einen Kaffee, gehe auf die Toilette, was dann so ist am Bahnhof, wenn man warten muss. Wichtigste ist Kaffee, ich hatte noch keines. Wir haben 8 Uhr, ich habe noch keinen Kaffee gehabt. Ja. Und dann geht es 4,5 Stunden lang mit einem ICE, ich dachte, es wird ICE, aber es ist ein ICE, Richtung Leipzig. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Erste Klasse, ein schöner Platz, denke ich mal. Mal schauen. Jetzt hier in der Regionalbahn hatte ich keine Lust, erste Klasse zu suchen. Ich habe mich jetzt einfach irgendwo hingesetzt. Das ist auch egal, vor nur 20 Minuten. Da hatte ich jetzt keine Lust, durch einen halben Bahnhof oder durch einen halben Zug zu laufen. Nein. Die erste Klasse Plätze zu suchen. Ja, aber es ist recht ruhig, das ist ganz schön. Ich habe hier so eine kleine ruhige Ecke gefunden. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ich werde gleich ein bisschen lesen, denke ich. Ich habe zwar jetzt kein Printbuch mit, also überhaupt nicht mit. Einfach um Platz zu sparen. Ich habe mein Kindle mit, ich weiß aber noch nicht, womit ich anfange zu lesen. Ich habe schon eine Idee. Aber das entscheide ich gleich ganz spontan, wann auch mir so ist. Ja. Und dann melde ich mich zwischendurch mal. Ich bin sehr aufgeregt. Ich komme mir auch so ein bisschen weg, für die vorzufilmen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier in die Kamera gucken muss. Ich hoffe, dass die Filme überhaupt in Ordnung sind, weil ich jetzt mit dem Handy filme. Und ja, ich habe es ausprobiert ein bisschen, ob das am Rechner überhaupt einigermaßen zu erkennen ist. Es war okay, es war jetzt nicht so gut wie mit der großen Kamera. Aber ich habe einfach keine Lust, die immer rauszuholen. Ja, also gibt es jetzt immer wieder solche Bilder zwischendurch. Aber ich denke mal, so wahnsinnig schlimm wird die Qualität wohl nicht sein. Und für sowas ist es dann auch in Ordnung. Ich weiß nur wirklich nicht, wo ich hingucken muss. Das ist ganz merkwürdig. Ja. Bis gleich. So, jetzt geht es weiter. Jetzt sitze ich im ICE. Immer ICE sagen. Im ICE habe jetzt 4,5 Stunden vor mir. Wir stehen jetzt noch. Ich denke mal, gleich geht es auch weiter. Ich sitze in einem kleinen Abteil mit 6 Plätzen. Ist ganz nett, ist nichts Wildes, aber so kann man ganz gut sitzen. Bisher alleine. Der Tür stemmt auch nichts. Von wegen reserviert. Ich hoffe, ich bleibe alleine. Das wäre schon sehr schön.
sehr ruhig. Ich habe im Moment irgendwie nicht so Lust auf Gespräche und möchte so ein bisschen meine Ruhe haben. Könnte an der Uhrzeit liegen. Ich bin eh so ein Morgenmensch. Es ist zwar mittlerweile, ich glaube, kommt gleich eine Uhr. Ja, 9:07 Uhr. Aber ich habe gerade mal meinen ersten Kaffee noch nicht ganz leer. Und er ist auch nicht so groß und nicht so stark, wie ich ihn gern hätte. Ja, ist also ein normaler Becher. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen die Station zu gestiegenen Fahrgäste mit der City nach Dresden. Ach, wir wünschen eine angenehme Du Reise. sage, mach hier nichts. Ja, mal gucken. Vielleicht hole ich mir hier zwischendurch noch einen Kaffee oder die gehen mit einem Kaffee rum. Ich hoffe es ja. Weil jetzt 4,5 Stunden und nur das reicht mir nicht so wirklich. Ich habe mir zwar eine Cola geholt, notgedrungen. Ich bin eigentlich so der Fan von, aber einfach damit ich Koffein und Zucker habe. Ja, zwischendurch werde ich noch ein bisschen frühstücken. Das habe ich mir mitgenommen. Einen schönen Obstsalat. Zeige euch vielleicht ein Foto. Ist nämlich richtig, richtig lecker aus. Ja, und jetzt lese ich noch ein bisschen auf meinem Kindle. Das Buch, wir haben so ein bisschen rumgeguckt, was ich so alles drauf habe. Und habe mich jetzt wie heißt das denn? Die Frau am Tor von Ben Wortmann entschieden. Ist ein Thriller. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade mal 2% gelesen. Moment, ich zeige euch mal das Cover. Könnt ihr das überhaupt erkennen? So sieht das aus. Ja, da lese ich jetzt noch ein bisschen weiter, trinke meinen Kaffee und versuche die 4,5 Stunden so gut das geht zu genießen und mich schon so ein bisschen auf Leipzig einzustimmen. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich freue mich schon. So, ich melde mich nochmal aus dem Zug. Wir haben jetzt 11:30 Uhr, meine ich. Und ich hatte immer noch keinen Kaffee. Also hier gibt es anscheinend keinen Zug. Ich bin auf einen Zug gesessen. Mit nur Kaffee. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das Wetter großartig. Die Sonne scheint. Es ist herrlich. Es ist, glaube ich, ziemlich kalt noch, aber es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, es ist schon schön. Ich bin immer noch alleine, beziehungsweise zwischendurch war ich kurz nicht alleine, da saß ja so ein etwas älterer Herr. Wahnsinnig nicht schlimm, wenn der Geruch nicht gewesen wäre. Er scheint ein leidenschaftlicher Raucher zu sein. Und also ich fand, es stank sehr extrem nach kaltem Rauch und ja, ich fand es sehr unangenehm. Ich habe ein bisschen gefrühstückt, Obstsalat. Das Video habe ich euch wahrscheinlich jetzt, Quatsch, nicht das Video, das Foto habe ich euch irgendwo eingeblendet oder macht das jetzt? Lecker. Es ist eine Riesenportion. Ich weiß, ich habe auch bei weitem nicht alles geschafft, vielleicht ein Viertel. Aber ich habe mir ein bisschen mehr gemacht, falls ich Hunger habe, weil ich mir halt so nichts oder eher wenig irgendwie holen kann zwischendurch. Da habe ich mir einfach ordentlich was mitgenommen. Ja, das Buch, das ich vorhin angefangen habe, habe ich abgebrochen. Wie hieß das nochmal? Die Frau am Tor, glaube ich. Ich fand es so langweilig, ich fand den Schreibstil überhaupt nicht gut. Hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich fand die Charaktere nicht toll. Und da habe ich gedacht, nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Ich will überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Es interessiert mich null. Wie kann ich das denn halten, damit das nicht ganz so blendet? Aber ich glaube, es ist egal, wie ich es halte. Ja. Sonne. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. So, hätte ich auch eher drauf kommen können. Ja. Jetzt habe ich mit einem anderen Buch angefangen, das einige von euch kennen werden, was mich aber nie so extrem gereizt hat, weil es eine Dystopie ist und ich jetzt in der Regel nie so der Fan davon bin. Es gibt ein, zwei Ausnahmen bei mir nicht. Und zwar ist das Dark Canopy, heißt das, glaube ich. Ich gucke nochmal in mein. Genau, Dark Canopy von Jennifer
Renkau oder so. Ich bin jetzt bei Kapitel 2, also 5%. Bis jetzt gefällt es mir erstaunlich gut. Hätte ich nicht gedacht. Er lässt sich sehr flüssig, sehr leicht lesen. Mal schauen, was da noch kommt. Klingt auf jeden Fall ganz interessant, so für zwischendurch. Ja, noch knapp 2 Stunden. Etwas weniger, also rund 2 Stunden. Ich brauche Kaffee. Ich habe ja noch die Cola, aber wirklich Lust habe ich nicht drauf. Aber ich glaube, ich trinke mir jetzt gleich noch ein bisschen was davon, einfach damit ich irgendwas an Koffein habe. Ja. Als kleine Zwischenmeldung zwischendurch. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hingucken muss. Das ist ganz merkwürdig. Ja. Also nicht wundern, wenn ich irgendwo hingucke, nur nicht zu euch. Ich muss mal rausfinden, wo der Punkt ist. Ich meine, es ist da oben dann in die Kamera, aber irgendwie sieht es auch komisch aus. Keine Ahnung. Ja. Ich lese jetzt noch ein bisschen weiter. Und genieße die Sonne und die nächsten rund 2 Stunden Fahrt. Bis gleich. Wie ihr seht, bin ich endlich im Hotel. Es ist großartig. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch mehr hiervon zeigen kann, außer so ein bisschen Ecke von der Couch. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Hätte ich nicht gedacht. Die Lage ist wirklich gut. Und innen drin, also es ist der Wahnsinn. Ich bin wahnsinnig zufrieden mit meinem Zimmer. Beziehungsweise wie ich herausgefunden habe, als ich hier reinkam. Ich habe gar kein Zimmer, ich habe eine Suite. Warum auch immer, ist mir auch egal, aber es ist großartig, es ist riesig, es ist schön. Es ist gemütlich und sauber vor allem. Das ist ja immer das Wichtigste, zumindest für mich. Ist wirklich klasse. Ja, jetzt habe ich mich frisch gemacht, so ein bisschen ausgeruht. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt fahre ich zum Hauptbahnhof in die Buchhandlung dort und schaue mir Stefan. Moment, ich suche mein Spickzettel. Stefan Harbot. Ist sehr ein Deutscher, also wird er auch deutsch ausgesprochen. Der klare Blick. Um seine Bücher schleiche ich ja schon eine ganze Weile. Ich finde, die hören sich wirklich, wirklich gut an. Und ja, jetzt nutze ich die Chance. Um 17 Uhr geht's los. Wir haben jetzt 16.05 Uhr. Ich mache mich jetzt auf den Weg. So, da bin ich wieder. Jetzt wisst ihr, wie meine Hinfahrt gelaufen ist, was da so passiert ist. Nicht viel. Es war eine recht lange Fahrt, aber auch ziemlich ruhig. Die Bahn war sehr pünktlich, recht sauber, sehr warm, was ich sehr gut fand, weil ich ein bisschen gefroren habe. Aber es hat insgesamt recht gut geklappt. Ich war auch die meiste Zeit wirklich in meinem Abteil alleine. War okay. Ja, gelesen habe ich unterwegs einmal, also auf der Hinfahrt einmal die Frau am Tor. Das Cover blende ich euch mal ein. Kann ich ja jetzt. Ja, mein Husten ist immer noch ein bisschen da, also entschuldigt zwischendurch. Wenn es zu viel wird, schneide ich es raus. Also nicht wundern, wenn es dann immer wieder so Schnittstellen gibt, was bei mir ja ungewöhnlich ist, aber dann werde ich meinen Husten, wenn es zu viel wird, rausschneiden. Ja, die Frau am Tor. Bin ich nicht reingekommen in die Geschichte. Ich habe mich gefreut, die Kurzbeschreibung und die meisten Rezensionen hörten sich tatsächlich ziemlich gut an, aber ich habe mich sehr gelangweilt. Ich bin überhaupt nicht warm geworden damit. Der Autor schweifte irgendwie so ein bisschen ab, der erzählte dann irgendwie Dinge, die mich überhaupt nicht interessierten, die nichts mit der Geschichte zu tun haben und bei denen ich auch sehr stark bezweifle, dass es
im weiteren Verlauf wichtig geworden wäre. Ich schiebe mal noch in mein Notizbuch, ob ich da noch irgendwas aufgeschrieben habe, aber das Buch war nichts für mich. Ja, ich habe immer wieder unterwegs hier in mein schönes Sternchen-Notizbüchlein was reingeschrieben. Das ist so schön schmal, das kann man ganz gut mitnehmen und dann immer wieder füllen, weil ich ganz gerne was vergesse und wenn mir irgendwas Besonderes einfällt, bestimmte Eindrücke, damit ich auch weiß, welche Eindrücke das genau waren, schreibe ich es gerne auf. Also ich habe das auch bei den Lesungen immer wieder gemacht und dann auch beim Lesen, so ein bisschen abgekürzt in meinem eigenen Steno sozusagen, kann man wahrscheinlich nicht gut erkennen, aber ja, ist für mich eine gute Hilfestellung, wenn ich dann jemand anderen was darüber erzählen möchte. Ja, die Frau am Tor. Ja, nach 15% habe ich abgebrochen. Ich fand den Schreibstil nicht so schön. Und ja, die Geschichte interessierte mich irgendwie überhaupt nicht. Ich wurde überhaupt nicht neugierig, was da passiert ist. Ich meine, es fing an mit Leiche und so und Blut und geheimnisvolle Frau und einerseits hat man auch das Gefühl, da steckt ein bisschen mehr hinter der Frau. Aber ich war nicht neugierig, darauf zu erfahren, was. Und wenn ich nach 15% denke, oh, dann höre ich auf. Also dann hat es auch keinen Sinn. Ja, also habe ich dann abgebrochen. War nichts für mich. Und habe dann im Anschluss mit einem Buch weitergemacht. Wisst ihr wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich jetzt hier in dem Zwischendurch erzählt, was mich eigentlich nicht so interessiert hat, aber ich wollte es versuchen, weil es so viele positive Stimmen dazu gibt und mir weint im Moment so danach. Ich dachte, okay, ich versuche es mal wieder mit einem Jugendbuch, mit einer Jugenddystopie. Ich hatte da mal wieder Lust drauf, was sehr selten vorkommt. Ja, und zwar Dark Canopy von Jennifer Benkow. Cover blende ich euch wieder ein. Ja, nach 10% habe ich mir aufgeschrieben, dass so mein, ja, fand ich recht typisch, recht vorhersehbar von den Charakteren her, von der Art her. Sprach mich jetzt nicht so wahnsinnig an, aber fand ich recht interessant. War ordentlich Potenzial. Und es hat mich auch sehr interessiert, was das für Wesen sind. Ich habe schon wieder vergessen, wie die hießen. Persons? Oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich erfahren, was das für Wesen sind, was das ist und wo die herkommen und was passiert ist, dass das jetzt so ist, wie es da ist. Ja, und diese Neugierde zu erfahren, was das für Wesen sind, hat mich dann dran gehalten, das Buch weiterzulesen. Ja. Ich habe in Leipzig weitergelesen. Sagen wir so, ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Ja, und dann trinken wir einen Schluck Kaffee. Katze? Falls ihr irgendwie so merkwürdige Geräusche im Hintergrund hört, meine Katze hat sich verschluckt. Katze? Lexi? Alles okay? Ja. Hat sich verschluckt, die Katze. Wo war ich? Ja. Und dann war ich im Hotel, beziehungsweise habe zwischendurch ein bisschen was gegessen und war dann im Hotel. Und ja, kurz vor 17 Uhr machte ich mich dann auf den Weg zu meiner ersten Lesung. Ich habe mich sehr gefreut darauf. Ich war wahnsinnig gespannt, weil mich das Thema sehr interessiert hat. Und bei dem Autor bin ich schon um die Bücher einige Zeit lang herumgeschlichen und ja, wollte sie mir mal kaufen, dann wieder nicht. Und ja, wie das manchmal so ist. Einerseits reizt es, einerseits ist man sich unsicher. Und dann habe ich gedacht, so, das ist jetzt meine Chance, die Lesung nehme ich mit. Und zwar spreche ich von Stefan Harbort, Der klare Blick. Das ist jetzt ein Sachbuch von dem Autor.
Und zwar ist der Autor ein Profiler, wie es so neu modern heißt, oder auch ein operativer Fallanalytiker oder Fallanalytiker. Da war ich sehr gespannt, weil ich das sehr, sehr interessant finde, sehr faszinierend, sehr, ja, es ist so ein Thema, Profiling, Fallanalyse und so weiter, ist etwas, was mich schon sehr packt, finde ich auch im Fernsehen und so weiter sehr interessant. Die Serie Criminal Minds zum Beispiel liebe ich, finde ich großartig, ja. Und da war ich natürlich sehr gespannt, mal so einen Fallanalytiker oder Profiler mal live zu sehen. Ich war sehr überrascht, muss ich zugeben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein so charismatischer, also wirklich unglaublich charismatischer, sympathischer und offener Mensch da sitzen wird. Ich habe so ein bisschen was Ernsteres erwartet. Er war wirklich sehr offen, sehr sympathisch, vom ersten Augenblick an. Irgendwie wirklich unfassbar charismatisch. Er nahm den Raum, die Leute sofort für sich ein, fand ich sehr interessant zu beobachten. Man merkte gleichzeitig auch, es ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch. Ein sehr intelligenter Mann, der genau weiß, was er tut. Und ich glaube auch, der weiß, wie er die Leute um sich herum so ein bisschen beeinflussen kann. Mein Gut ist auch sein Job, deswegen ist er ja auch sehr erfolgreich. Aber zu keinem Zeitpunkt hatte man als Zuschauer oder Zuhörer das Gefühl, er nimmt uns jetzt nicht ernst oder er hält sich für etwas Besseres oder sonst irgendwas, was ich durchaus zwischendurch bei Lesungen hatte, sondern wirklich, er möchte einfach nur zeigen, was er hier geschrieben hat und ein bisschen darüber sprechen, weil er es gerne tut, weil er seine Arbeit mag und weil er ja für diese Philosophie, dass er einfach diese Art mit Menschen umzugehen etc. sehr mag und ich war sehr neugierig darauf, das fand ich sehr, sehr spannend, sehr interessant. Also in dem Buch erklärt er oder zeigt, wie man mit diesem, wie man mit der operativen Fallanalyse in bestimmten Alltagssituationen umgehen kann, beziehungsweise wie man sie dort anwenden kann. So ein bisschen die Eckpunkte von diesem Bereich und wie man das wirklich im Alltag anwenden kann, wie man dadurch zum einen vielleicht den ein oder anderen Lügner bzw. die ein oder andere Lüge entlarven kann oder wie man in einigen Situationen oder wie man einige Situationen so löst oder einige Probleme so löst, dass man am Ende selber glücklich ist und dass es ja, so wird, wie man sich das vorstellt, finde ich sehr, sehr spannend. Die Beispiele, die er gezeigt hat, waren wirklich aus dem Leben, aus dem Familienleben. Also der hatte auch einige Beispiele mit seinem Sohn. Fand ich sehr, sehr interessant und wirklich sehr alltagstauglich. Also ich bin jetzt sehr, sehr neugierig auf dieses Buch. Klingt sehr, sehr vielversprechend. Und wenn es mir so gefällt, wie ich es denke, werde ich definitiv mehr von dem Autor lesen. Das wird jetzt aber kein Buch, das ich so wie einen Roman weglese, sondern ich werde wahrscheinlich Kapitel für Kapitel das so ein bisschen durchgehen und mir Gedanken darüber machen. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig dick, also das ist ja bei solchen Büchern öfter, also es hat keine 300 Seiten, aber das reicht, denke ich mal, auch für so ein Thema. Ja, natürlich habe ich es mir auch direkt signieren lassen. Ja, eine sehr schöne Signatur, ich finde, sehr außergewöhnlich. Ja. War auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Auftakt. Das war dann am Donnerstag mein erster Termin. Ja. Wo lege ich das jetzt hin? Da. Auf dem Buch. Ja, und dann hatte ich ein bisschen Zeit. Die nächste Veranstaltung war erst um 21.30 Uhr. Und dann hatte ich recht viel Zeit. Zu dem Zeitpunkt war es vielleicht 6:30 ungefähr. Und ja, dann war die Frage, fahre ich zurück zum Hotel oder bleibe ich in der Stadt?
Ich bin dann in der Stadt geblieben, habe mir ein bisschen Zeit gelassen, bin ein bisschen durch die Straßen getigert, habe mir so ein bisschen alles angeschaut, ein bisschen Sightseeing, jetzt nichts Besonderes, einfach so ein paar Kirchen angeguckt und ein paar Gebäude mir angeschaut, einfach durch die Straßen geschlendert, habe mir ganz gemütlich etwas zu essen geholt und beziehungsweise bestellt, habe gegessen, ein Glas Wein getrunken und eine Kaffeepause eingelegt. Ja, also ich bin ein Kaffee-Junkie, das habt ihr schon auf der Hinfahrt gehört. Ich brauche meinen Kaffee und egal wie spät es ist, also nicht nur morgens, morgens brauche ich den dringender, aber geht immer. Ja. Und um 21 Uhr ging ich dann Richtung alte Handelsbörse, alte Börse. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Ja. Dann stand Klaus-Peter Wolf auf dem Programm. Da habe ich mich schon sehr, sehr, sehr gefreut. Den Autor habe ich 2014 auf der Leipziger Buchmesse bei einer Gemeinschaftslesung das erste Mal gehört und das erste Mal mich mit seinen Büchern dadurch ein bisschen auseinandergesetzt und war sofort begeistert. Ja, 2015, also letztes Jahr bei der Buchmesse, habe ich dann auch eine Lesung nur von ihm mitgemacht, also wirklich eine Stunde Klaus-Peter Wolf, und es war so genial. Also es war eines meiner absoluten Highlights letztes Jahr. Und dann war es für mich absolut klar, dieses Jahr mache ich mit und gehe da auf jeden Fall wieder hin. Und es war wieder so großartig wie gedacht. Ich habe Tränen gelacht. Ich hatte wirklich, musste mir eben zwischendurch wirklich die Tränen wegwischen. Und ich war nicht die Einzige im Saal, der das passierte. Hinter mir hörte ich sich dann zwischendurch zwei Damen unterhalten, die den Autor vorher nicht kannten, aber die waren halt gerade zufällig da und schauten sich das Ganze mal an und sagten, oh, ich muss das Buch kaufen. Gibt's das wohl unten? Die waren so begeistert, die waren so am Schwärmen. Fand ich sehr interessant, obwohl die am Anfang so saßen. Was ist das für einer? Man muss dazu sagen, Klaus-Peter Wolf ist schon eine Marke. Es sticht ein bisschen heraus, aber ist unglaublich sympathisch, unglaublich witzig und authentisch und so. Ja, man hat ihn irgendwie sofort gern. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Wenn man ihn sieht, wenn man ihn in einer 5-Minuten-Lesung erlebt, man hat ihn sofort gern und man möchte sofort seine Bücher lesen und er ist so, einfach so echt. Er ist ein bisschen verrückt, aber so echt dabei und es macht einfach unglaublich Spaß. Ich habe mir vorher über das Buch nicht groß irgendwas angeschaut, das werde ich mich gleich jetzt sowieso kaufen, völlig egal, worum es geht. Und ja, habe ich auch gemacht. Natürlich. Ja, es ist jetzt, ich habe noch gar nicht gesagt, wie das Buch heißt, Ostfriesenschwur. In meinem Lesemonat Februar habt ihr ja schon einige Bücher der Reihe gesehen. Das ist jetzt der 10. Fall für Ann-Kathrin Klaasen. Und ja, es spielt wieder in Ostfriesland, diesmal auf Wangerooge und ich habe es wieder vergessen. Auf Wangerooge und ich meine auf Langerog. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und es geht hier auch um den mittlerweile pensionierten ehemaligen Chef der Kripo, um Ubo Heide. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne, wie wahrscheinlich die meisten. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf das Buch. Aber ich werde es halt lesen, wenn ich wirklich mit der Reihe soweit bin. Ich meine, mir fehlen noch 2. Ich kann ja noch schauen. Genau, Ostfriesenmoor fehlt mir noch und Ostfriesenwut. Genau, die beiden fehlen mir noch. Und dann werde ich mich hier dran setzen. Ich denke, es wird nicht so lange dauern. Ich habe jetzt wieder richtig Lust. Also ich habe jetzt eben erzählt, dass ich wirklich Tränen gelacht habe bei der Lesung.
Aber es lag daran, dass Klaus-Peter Wolf tatsächlich diese Stellen ausgesucht hat, weil sie einfach so gut ankommen immer wieder. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, es gibt mit Sicherheit auch sehr, sehr gruselige, sehr beängstigende Passagen mit sehr brutalen und ja, ein bisschen psychisch sehr kranken Menschen. Ich denke mal, der Täter ist hier wieder nicht ohne. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das Buch und die Lesung war einfach großartig. Das Witzige dabei war, dass sie ein bisschen spät angefangen hat. Also das heißt, das Witzige, in dem Moment war das nicht so witzig. Und zwar war davor im gleichen Gebäude eine Lesung oder ein Gespräch mit Bastian Pastewka. Es war scheinbar auch unglaublich gut besucht. Draußen standen auch einige Leute und haben sich das angehört, weil das auch nach draußen mit Mikro, Lautsprecher etc. übertragen wurde. Und es war sehr voll, es war anscheinend sehr gut besucht. Und es ging ein bisschen länger als geplant. Ja, um 21.30 Uhr sollte Klaus-Peter Wolf loslegen. Um 21 Uhr, ich glaube 35 oder 40 sogar, hat Bastian Pastewka erst aufgehört. Ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, dass einige Leute draußen nervös wurden. Und auch wenn gesagt wurde, bitte draußen warten, damit die Leute, die im Moment drin sind, in Ruhe rausgehen können. Und wir, die zu Klaus-Peter Wolf möchten, danach in Ruhe in das Gebäude rein können. Viele haben es nicht verstanden. Ja. Es tummelten sich dann einige vor dem Eingang. Es wurde dann so eine Gasse gebildet, wo dann ja, das Gebäude verlassen werden konnte und der Rest stand dann drumherum. Ich muss zugeben, ich stand auch relativ weit vorne. Aber es war dann eher Zufall, dass ich dann auf einmal vorne stand. Oder relativ weit vorne. Ich war dann auch nicht so nervös, dass ich irgendwie keinen Platz kriege. Und ich dachte, okay, die fangen nicht ohne Publikum an. Das heißt, wenn wir, die hier draußen stehen, nicht drin sind, wird keiner anfangen. Also ich war da noch relativ entspannt. Aber es gab einige in der Menge, die nervös wurden, die so ein bisschen anfingen, ich sag mal, rumzuzicken. Ich fand es eher amüsant. Ja, und es war dann schon wirklich 20 vor, Viertel vor 10. Also ordentlich über der Zeit. Und dann hörte man irgendwann über dem Eingang, also wir standen draußen, das Wetter war wirklich grandios, man konnte sogar draußen stehen. Hörten wir, wie dann oben auf dem Balkon auf einmal so ein Kichern zu hören war und natürlich schauten dann einige hoch, aber also ich jetzt nicht, mich interessierte das jetzt nicht großartig, wer da irgendwo in irgendwelchem Gebäude kichert. Ja, und dann hörte man auf einmal, ich sag mal so ganz genau, kriege ich den Wortlaut nicht hin, aber so ungefähr. Ich dachte, ihr lasst mich jetzt hier alleine oder ihr lasst mich jetzt hier im Stich oder irgendwie sowas. Und dann schaute ich dann doch hoch, weil mir die Stimme bekannt vorkam. Und dann stand der Autor oben auf diesem Balkon, schaute auf uns dann alle herab und lachte und sagte, ja, ich warte hier auf euch und bin alleine. Und ja, fand ich dann sehr nett, lockerte das Ganze so ein bisschen auf. Weil dann wahrscheinlich auch den letzten klar wurde, er fängt nicht ohne uns an. Ja, ohne Publikum fängt er nicht an. Fand ich ganz schön, fand ich sehr, sehr witzig. Und ja, es lockerte dann wirklich die Stimmung so ein bisschen auf bei den Wartenden. Fand ich sehr gut. Ja. Nach der Lesung konnte man sich natürlich auch wieder Bücher und Hörbücher kaufen und sie auch signieren lassen. Habe ich natürlich auch gemacht und mir eine Signatur geholt. Ich hoffe, der fokussiert jetzt. Das war auch so ein Thema zwischendurch mit der Aufnahme. Ich habe schön drauf alles Mögliche aufgenommen und es war total verschwommen. Also ich hatte irgendwie zwischendurch mich mit den Einstellungen vertan oder so, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich es mir signieren lassen und mich bei dem Autor bedankt für die tolle Lesung. Also
Es war wirklich etwas Besonderes. Ja, die Witze, die ihr zwischendurch erzählt oder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ist auf jeden Fall sehenswert und sehr unterhaltsam, wenn man halt die Bücher mag. Oder wenn man überlegt, möchte ich es mit dem Autor versuchen, möchte ich es mit der Reihe versuchen, schaut es euch an, wenn ihr die Lesung in der Nähe habt. Geht hin, glaubt mir, es wird genial. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Ja. Und als ich dann aus dem Gebäude rausging, war es schon kurz vor 12, 20 vor 12 oder so. Und dann merkte ich, wie müde und erschöpft ich bin, weil ich ja auch seit vor 6 Uhr morgens wach war. Ja, und dann ging es auf zum Hotel, wo ich auch gar nichts mehr gemacht habe. Also ich habe auch in der Tram nicht mehr gelesen oder so. Ich musste jetzt auch nicht weit fahren, es waren glaube ich nur 3 Stationen oder so. Aber ich war einfach nur total platt. Ich wollte einfach nur ins Bett. Das habe ich auch gemacht. Ich bin rein, waschen, Zähne putzen, Bett. Ja, ich war zwar erst ein bisschen aufgekratzt, aber dann hat die Müdigkeit dann doch gewonnen. Ja, und am Freitag ging es dann los zur Messe. Bevor ich euch erzähle, wie es auf der Messe war, zeige ich euch direkt ein paar Bilder, so ein paar Schnipsel, die dann auch drin waren. Viel Spaß! So, dann kommen wir mal zu dem Freitag, mein erster Messetag. Ja, ich bin diesmal nicht ganz so früh hingefahren, wie ich es die Jahre davor gemacht habe, sondern war erst um kurz vor 10, also ganz kurz vor 10 da. Musste dann erst meinen Presseausweis registrieren lassen oder freischalten lassen, wie auch immer man es nennen mag. Hat alles super geklappt. Es war auch sehr, sehr schön, durch den Presseeingang gehen zu können, weil es wesentlich ruhiger, wesentlich entspannter war. Also es war schon sehr, sehr angenehm, sehr, sehr toll gemacht von der Messe, sehr gut organisiert. Und ich finde es schon sehr schön, auch wenn es anfangs sehr befremdlich war, mit dem Ausweis durch die Gegend zu laufen. Am Ende war es dann doch sehr schön und hat für mich einiges einfacher gemacht oder entspannter gemacht, weil ich mich dann auch so ab und zu in den Pressebereich halt zurückziehen konnte. Ja, am Freitag hatte ich ich muss mal ein bisschen spicken, um 11.30 Uhr dann den ersten Termin und da hatte ich die Lesung von Thomas Thiemeier. Babylon hieß das Buch, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben, da wollte ich gerne hin, weil ich
nie sicher war, ob das Buch etwas für mich ist, ob der Schreibstil etwas für mich ist. Und da wollte ich das bei der Lesung so ein bisschen herausfinden. Ja, als ich dann vor der Leseinsel stand, wo das Ganze stattfinden sollte, stand da ein Riesenplakat, abgesagt. Fand ich ein bisschen schade, aber naja. Dann bin ich einfach durch das Messegelände getigert, habe mir einige Stände angeschaut, mir die Leute ein bisschen angeschaut und ja, einfach so ein bisschen entspannt gebummelt und hier und da mal ein Buch in die Hand genommen. Alles recht entspannt. Dann ging es, dann ging ich zum der Blogger Lounge, weil da von einer Bloggerin ein inoffizielles Bloggertreffen angekündigt war. Und ich wusste jetzt zwar nicht, ob dieses Bloggertreffen unbedingt etwas für mich sein wird, weil ich da so gar keinen kannte, der da in der Liste stand. Aber ich wollte es mir mal anschauen und dachte, okay, vielleicht sind da, wahrscheinlich wird es zu der Zeit da relativ voll. Und so ergibt sich der eine oder andere Kontakt. So war es auch. Ich habe zwar so ein paar Minuten gebraucht, weil ich an sich immer so eine kleine Auftauchphase brauche, aber ich habe dann doch einige Leute kennengelernt, sehr, sehr nette Damen vor allem, wir haben uns super unterhalten. Es tut mir leid, jetzt weiß ich leider nicht von die Namen, ich und Namen, das ist ja ganz schlimm. Wenn ihr das seht, seid mir bitte nicht böse. Ich habe einfach so ein ganz, ganz schlechtes Namensgedächtnis und überhaupt Schwierigkeiten mit Namen. Genau. Ich habe aber die Gärtchen da und kann dann noch ein bisschen drauf schauen. Also, falls ihr das tatsächlich seht, ganz liebe Grüße Astrid und Eva. Es war sehr schön, mit euch zu quatschen und sich ein bisschen auszutauschen über so ein paar Themen. Fand ich sehr interessant. Fand ich sehr schön. Wir haben auch wirklich ziemlich lange gequatscht, aber ja, die Zeit ist einfach verflogen. Es war uns, glaube ich, allen nicht so ganz bewusst. Aber es war ganz schön. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön. Ja, dann ging es weiter. Ich bummelte noch so ein bisschen durch die Messe, schaute mir einige Stände an, unterhielt mich mit so ein paar Leutchen hier und dort an dieser Stelle. Auch die Grüße an alle, die ich so zwischendurch gesehen habe, falls das jemand jetzt tatsächlich sehen sollte. Es war wirklich schön. Also es war wirklich, ich fand es recht entspannt. Ich bummelte dann so ein bisschen durch die Gänge. Am Freitag geht das auch noch, da ist es noch nie so voll und schaute mir einfach hier und da mal etwas an. Was man auch auf diesen Videoschnipseln erkennen konnte. Ja. Zwischendurch habe ich mich auch unten dann in die große Glashalle hingesetzt, habe mir etwas zum Essen besorgt und mir einfach mal die Leute, die vor allem die Cosplayer angeschaut. Das war ja wieder Wahnsinn, was da geboten wurde. Ich finde es unglaublich interessant und faszinierend und auch beeindruckend, was sich da einige einfallen lassen. Ich möchte wirklich nicht wissen, wie viel Arbeit, wie viel Geduld und mit Sicherheit auch Geld hinter einigen Verkleidungen, hinter einigen Kostümen steckt. Es war wirklich beeindruckend. Das waren mit Sicherheit Dinge, die Leute selbst gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob man so etwas kaufen kann. Aber es war unglaublich, es war schon sehr, sehr toll. Finde ich sehr, sehr faszinierend, finde ich auch sehr schön, dass es da ist. Es lockert so das eine oder andere doch auf, fand ich sehr, sehr klasse. Ja, nach dem Mittagessen sozusagen ging es dann weiter Richtung, auf dem blauen Sofa war das. Und zwar war dort Don Winslow zu Besuch und hat ein bisschen über sein neues Buch erzählt. Den Autor hatte ich auch schon einige Male im Blick, war mir aber auch immer wieder unsicher. Jetzt bin ich nicht mehr unsicher, der ist direkt auf meine Wunschliste gelandet. Das Buch habe ich mir dort nicht gekauft, weil es Teil einer Reihe ist.
Ich meine, dass man die zwar auch unabhängig voneinander lesen kann, aber ich mache es nicht gerne. Ich fange wirklich, wenn ich weiß, es ist eine Reihe, fange ich gerne mit Teil 1 an. Also da werde ich mir Teil 1 demnächst mal besorgen und lesen. Ich glaube, es wird gut. Ja, es war ein recht interessantes Gespräch, was ich nicht so schön fand, aber es ist einfach so meine persönliche Meinung, mein persönliches Empfinden. Die Übersetzungen wurden direkt gesprochen. Das heißt, während Don Winslow sprach, war dann die andere Stimme praktisch überlagerte das Ganze und hat dann übersetzt. Ich mag das nicht so gerne. Auch wenn ich vielleicht nicht alles verstehe oder wenn das eine Sprache ist, die ich gar nicht verstehe, finde ich es schöner, wenn die Leute aussprechen und dann kommt die Übersetzung. Weil sonst überlagern sie diese zwei Stimmen und ich finde es sehr anstrengend zu hören. Ich mag es einfach nicht gerne, deswegen bin ich auch ein bisschen eher gegangen, weil es für mich wirklich einfach zu anstrengend und zu unangenehm wurde. Und vor allem, weil ich auch merkte, dass ich den Autor sehr, sehr gut verstehen konnte und eigentlich keine Übersetzung brauchte, dann ist es doppelt anstrengend, weil man einerseits das Deutsche hört, aber auch, weil man das Englische halt versteht, auch dazu hört. Und ja, ich mag es nicht so gerne. Aber es war auf jeden Fall interessant und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich etwas von dem Autor mal lesen möchte. Ja, wo ging es dann für mich hin? Ah, genau. Dann kam ein Punkt, der vor allem für meine beiden Männer zu Hause wichtig war, weil ich für die beiden etwas auch natürlich mitbringen wollte, ein Mitbringsel. Und da machte ich mich auf zu der Signierstunde von Rolf Zuckowski. Mein Mann ist mit der Musik von ihm aufgewachsen und ja, jetzt geben wir das an den Kleinen weiter. Wir haben einige CDs schon von Rolf Zuckowski zu Hause und hören es auch gerne. Es ist wirklich sehr tolle Musik, auch die man als Erwachsener hören kann. Einige Kinderlieder oder Kindermusik, ja, sind nicht ganz so schön, zumindest so beim fünften, sechsten Mal. Und mit Kindern hört man einige Lieder 50, 60 Mal, auch mal an einem Tag. Aber von Rolf Zuckowski kann man die Lieder tatsächlich auch als Erwachsener gut hören. Und auch immer wieder. Also das ist wirklich, das finde ich wirklich ganz gut. Ja, und da wollte ich mal schauen, ob die eine CD am Stand hatten, die wir noch nicht haben. Und die signieren lassen. Das hat auch gut geklappt. Ich habe sie jetzt gerade nicht hier, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Es sind zwar nicht, ich glaube, ein oder zwei Lieder sind neu da drauf, aber sonst sind das einfach Lieder, die man schon kennt, neu zusammengestellt zum Thema Frühling, Sommer. Habe ich mitgenommen, habe signieren lassen. Nicht nur für meinen Sohn, das wusste mein Mann nicht, aber ich hatte es schon vorher so vorgehabt, dass er nicht nur für Paul steht, also für meinen Sohn, sondern auch der Name von meinem Mann. War für ihn auch eine kleine Überraschung, er hat auch geschmunzelt, er fand das, glaube ich, auch ganz süß. Ja, das habe ich dann für meine Männer besorgt und dann bin ich weiter Richtung Kinderbuchhandlung und habe dort in erster Linie für Paul, aber auch für meinen Mann ein Buch gekauft zum Vorlesen. Und zwar heißt es Paul und Papa. Habe ich jetzt auch nicht da. Nicht so gut vorbereitet. Also die Kindersachen habe ich vergessen. Da blende ich euch das Cover mal ein. Mein Sohn heißt Paul. Und dann fand ich das ganz schön. Ich finde das immer wieder ganz gut, wenn die Geschichten oder wenn die Protagonisten in den Geschichten den gleichen Vornamen haben. Das findet mein Sohnemann auch immer ganz witzig. Ja, und das sind ganz schöne Geschichten. Ich habe da so ein bisschen am Stand reingelesen. Das hörte sich wirklich sehr gut an. Und ja, das wird jetzt ein Vorlesebuch für Gute-Nacht-Geschichten für meine Männer. Wir wechseln uns da so ein bisschen ab. Mal bringe ich den Kleinen ins Bett, dann lese ich eine Geschichte vor, dann bringt mein Mann ihn ins Bett, dann liest er ihm eine Geschichte vor. Und mein Mann ist jetzt nicht unbedingt so der große Vorleser.
Er macht es, aber da hat er nie so einen Spaß dran wie ich. Und ja, mit diesem Buch wollte ich ihn so ein bisschen motivieren auch. Und ja, gestern haben sie jetzt die erste Geschichte daraus gelesen und ich glaube, die fanden das beide ganz gut. Ich habe auch eine Postkarte oder so eine Werbekarte geholt am Stand als Lesezeichen. Und dann haben wir halt zu dem Buch das passende Lesezeichen. Das findet Paul total klasse, freut sich darüber. Ja, das war für mich dann auch an dem Freitag wichtig, auch dann sofort für meine Männer daheim etwas Schönes zu besorgen. Ja, und das passte ganz gut. Also es war, glaube ich, wirklich ein Volltreffer. Ja, und danach war für mich auch schon Feierabend. Denn ich wollte sehr pünktlich im Hotel sein. Ich war nur ein paar Minuten dort, also wirklich rein. Die Kinderbücher abliefern, mich ein bisschen frisch machen. Und dann ging es direkt weiter zum Landgericht. Da wollte ich letztes Jahr schon zu einer Gemeinschaftslesung. Ich glaube, Krimi-Club hieß das. Genau, Krimi-Club. Aber ich war letztes Jahr zu spät. Obwohl ich sehr früh da war, fand ich, war ich zu spät und habe keinen Platz mehr gekriegt. Und da habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr wird mir das nicht passieren. Ich wollte unbedingt im Gericht eine Lesung mitmachen. Ja, und dann habe ich mich wirklich sehr früh auf den Weg gemacht, so dass ich schon, ich glaube, um 18 Uhr dort war. Und ich dachte, ich bin irgendwie die zweite, die dritte im Saal. Texte. Es war fast voll. Also eine Stunde bevor das Ganze losging, war es fast voll. Es ist unglaublich. Also es war wirklich, also wenn man dahin möchte, muss man sich wirklich früh auf den Weg machen. Wenn man alleine ist, geht es noch, wenn man dann nur einen Platz braucht, aber zu zweit, zu dritt, wenn man auch noch nebeneinander sitzen möchte, da wurde es schon um 18 Uhr eng. Also war wirklich, fand ich wirklich recht heftig, muss ich zugeben. Ich schiele jetzt ab und zu auf den Bildschirm, weil ich nicht mehr so viel Akku habe. Ich hoffe, es hält jetzt noch ein bisschen. Ja, im Krimi-Club gab es eine Gemeinschaftslesung von insgesamt 6 Autoren. Jetzt muss ich spicken, ich weiß, ich glaube nicht, dass ich die alle auswendig hinkriege. Einmal war es Klaus-Peter Wolf. Es machte mir überhaupt nichts aus, dass ich ihn nochmal sehe. Ich habe mich sehr gefreut. Ich weiß ja, dass es immer wieder Spaß macht. Dann war Erik Berg dort. Das Buch, das die jeweiligen Autoren vorgestellt haben, werde ich euch einblenden. Dann war Peter Tammesfahr dort. Da war ich auch sehr gespannt. Da habe ich auch ein Buch auf dem Sub. Und Sabine Tiesler, die ich ja in meiner Aussortieraktion aussortiert habe. Da war ich natürlich auch sehr gespannt, ob ich es dann bereuen werde. Und oh, jetzt habe ich nicht aufgeschrieben, wie die Autoren hießen. Das Buch hieß Pfingstrosenrot. Ich komme jetzt nicht drauf, wie die Autoren hießen. Das war eine Frau und ein Mann, die gemeinsam das Buch geschrieben haben, blende ich euch ein, da stehen die Namen auch drauf. Auf jeden Fall ist das Buch im Diogenes Verlag erschienen. Ich werde jetzt nicht auf die Namen kommen, aber ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Und mein persönliches Highlight und Hauptbeweggrund, warum ich zu dieser Lesung wollte, nicht nur, weil es im Landgericht stattfand, war Val McDermott. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt einigermaßen gescheit ausgesprochen. Da war ich auch sehr, 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 sehr gespannt. Ja, es war wirklich großartig. Die Lesung war wirklich klasse. Der Moderator, dessen Namen ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber ich werde da auf jeden Fall recherchieren, arbeitet wohl auch öfter für das ZDF oder nur fürs ZDF, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich fand ihn unglaublich sympathisch, der hat das großartig gemacht. Man merkte auch, dass er wirklich alle Bücher gelesen hat und sich informiert hat über die Autoren, über die Bücher, über die anderen Bücher. Und also da merkte man einen wirklich guten Journalisten, der sehr gut recherchiert hat.
aber der gleichzeitig auch sehr, sehr sympathisch war, nicht nur professionell, sondern auch sehr sympathisch, sehr charismatisch. Und ja, er hat wirklich sehr toll durch den Abend geführt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich werde jetzt auf jeden Fall schauen, ob ich so ein paar Reportagen von ihm irgendwie im Netz finde oder so und mir anschaue. Ich glaube, er hat einige interessante Sachen gemacht. Was er so zwischendurch erwähnt hat, fand ich sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Natürlich war die Atmosphäre auch klasse. Also wirklich im Gerichtssaal das Ganze stattfinden zu lassen, war definitiv gelungen. Also das ist wirklich klasse. Ich werde nächstes Jahr plane ich auf jeden Fall auch nach Leipzig zu fahren. Und wenn es wieder eine Lesung im Gerichtssaal gibt, werde ich zusehen, dass ich da hinkomme. Das wird bestimmt klasse. Die meisten von den Autoren kannte ich zwar, aber ich war mir sehr sicher, dass die Bücher nicht unbedingt etwas für mich sind. Einfach weil mich die Geschichte, der Handlungsort, wie auch immer, nicht wirklich interessieren. Aber ich wollte es mir trotzdem anschauen und mich vielleicht doch von etwas anderem überzeugen lassen. Ja, los ging der Abend mit Val McDermott, eine sehr, sehr erfahrene Autorin, die schon einige Bücher auf den Markt gebracht hat. Jetzt hat sie ein Sachbuch geschrieben. Ich habe mir den Titel jetzt nicht notiert, aber das Buch steht auf meiner Wunschliste. Ich habe es mir dort nicht direkt gekauft, weil die Autorin weg musste und zu der nächsten Veranstaltung und keine Zeit hatte zum Signieren. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich mir das Buch auch zu Hause kaufen und muss es nicht von Leipzig mitschleppen. Wahnsinnig interessant. Thema Beweissicherung, wie sich das Ganze entwickelt hat mit Beweissicherung, mit richtigen Techniken etc. Am Tatort, also der geschichtliche Hintergrund, wie es jetzt passiert, was für Dinge dafür benötigt werden, wie die Kriminaltechniker arbeiten, finde ich sehr faszinierend, finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Und die Autorin hat das auch sehr, sehr toll rübergebracht, sehr, sehr toll erklärt. Die Übersetzerin war auch absolut genial. Sie hat das so toll vorgetragen. Ich war hin und weg. Ein Sachbuch, aber so spannend, so toll gelesen. Unglaublich. Also die Übersetzerin, die mit der Autorin da war, war absolut große Klasse. Wirklich große Klasse. Ich war sehr positiv überrascht. Ein Buch von der Autorin habe ich auch auf dem Sub. Da werde ich mich jetzt wahrscheinlich relativ schnell dran trauen. Es hört sich einfach sehr, sehr gut an und ich glaube, die Frau kann unglaublich gut schreiben und fachlich sehr gut schreiben. Also so, dass man auch tatsächlich etwas lernt und auch richtige fachliche Daten verwendet werden. So, mein Akku blinkt. Ich versuche mich zu beeilen. Mal schauen, wann die Kamera ausschaltet. Dann gab es, hat Erik Berg sein Buch vorgestellt, ein sehr netter Autor, aber ich muss sagen, mich hat die Geschichte nicht gepackt. Wusste ich auch vorher, ich habe das Buch vorher mit mir mal angeschaut, ist einfach nicht meins. Aber war trotzdem interessant, mal zuzuhören und zuzuschauen. Dann ging es weiter mit Petra Hammesfahr. Ich weiß nicht, ob ich es hier sagen möchte, aber ich fand sie sehr unsympathisch. Hätte ich nicht gedacht, aber ich fand es nicht so schön. Ja, ich war nicht die Einzige. Also es hat mehrere so den Eindruck. War irgendwie nicht meins. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch gar nicht groß irgendwie mehr dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das einfach die Art und die Art war von der Autorin und ich einfach nicht so damit zurechtkam. Ich fand es nicht so schön. Ja.
Dann gab es eine kleine Pause und so. Und als ich von der Pause gesprochen habe, machte mein Akku piep und dann war alles vorbei. Ja, dann erzähle ich euch jetzt noch schnell, was am Freitag sonst so los war. Und dann muss ich eh Platz auf der Speicherkarte schaffen. Ja, nach der Pause ging es im Gerichtssaal weiter mit Sabine Tiesler. Sie hat ihr Buch Und draußen stirbt ein Vogel, glaube ich, hieß es, vorgestellt. Die Geschichte, das Buch hat mich jetzt nicht wirklich interessiert. Also es klang ganz gut, es klang auch ganz spannend und weil sie vorgelesen hat. Aber es war, glaube ich, einfach nichts für mich. Ist ja manchmal so. Aber ich glaube wirklich, dass es einigen gefallen dürfte. Die Autorin selbst fand ich unglaublich sympathisch. Man konnte ihr so richtig toll zuhören. Sie konnte richtig toll erzählen, richtig toll vorlesen. Ich glaube, jeder im Saal hang an ihren Lippen. Es war wirklich toll, es hat wirklich Spaß gemacht. Eine sehr, sehr sympathische Frau mit einer tollen Stimme, mit einer tollen Art zu erzählen, war wirklich schön. Ich fand es echt schade, dass mich die Bücher nicht wirklich interessieren, aber das ist ja manchmal so. Die Autorin selbst fand ich wirklich, also die war wirklich, wirklich toll. Die war wirklich toll. Ja, dann haben die beiden Autoren, dessen Namen ich vergessen habe, jetzt hätte ich ja eigentlich, während ich darauf gewartet habe, dass der Akku sich ein bisschen füllt, recherchieren können, wie sie hießen. Ja, fällt immer zu spät sowas ein. Oh, jetzt kommt die Sonne genau hier durchs Fenster. Schön, ich werde nur ein bisschen geblendet. Ja. Was soll ich denn zu diesem Buch sagen? Hat mich auch nicht so wirklich überzeugt. Wirkte, also die Autoren und auch die Geschichte, die Passagen, die sie vorgelesen haben, wirkte auf mich ein bisschen gezwungen. Ein wenig ja, so, ich muss jetzt ein literarisches Werk abliefern, das eine besondere Aussage hat. Ja, es klang für mich so ein bisschen nach Arbeit, es wirkte wirklich wie Arbeit, wie etwas Konstruiertes und nicht so, wie es bei vielen Autoren ist oder bei vielen Geschichten, dass es aus dem Herzen kommt. Einfach etwas, was von alleine sich erzählt, wo der Autor im Prinzip einfach nur Mittel zum Zweck ist. Ja, dass man einfach merkt, der Autor erzählt eine Geschichte, die erzählt werden will. Egal wie, ob das jetzt eine witzige Chiclet-Geschichte ist oder ob das jetzt wirklich gute Literatur ist, die zum Nachdenken bringt, die schwierige Themen bearbeitet und die von der Sprache her sehr anspruchsvoll ist. Trotzdem möchte ich, dass die Geschichte sich von alleine erzählt. Ja, dass der Autor das nicht als klar ist, dass für ihn Arbeit, aber dass es nicht so wirkt. Versteht ihr, was ich meine? Dass es einfach authentisch, echt wirkt. Und hier hatte ich eher so das Gefühl, dass es gezwungen ist, dass es ja wirklich gesagt wurde, wir müssen, oder ich oder wir schreiben jetzt eine anspruchsvolle Geschichte mit einem ernsten Thema. War nicht so meins. Das Thema, keine Frage, ist ernst, ist erwähnenswert, ist behandlungswert.
Da geht es definitiv nicht drum. Aber die Art, wie es verarbeitet wurde, wie es dargestellt wurde, war einfach nicht so nach meinem Geschmack, sagen wir es so. Also mich haben die Autoren nicht wirklich überzeugt, weder von der Geschichte noch von sich. So leid es mir tut, vielleicht tue ich auch dem einen oder anderen Unrecht, aber es ist einfach die Wirkung, die es auf mich hatte. Ja. Und dann kam Klaus-Peter Wolf. Klar, einerseits habe ich das Gleiche gehört oder die gleichen Sätze gehört. Er hat auch teilweise die gleichen Passagen vorgelesen. Fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich mochte es immer noch und ich fand es immer noch ungeheuer witzig. Ich habe Tränen gelacht. Bevor er überhaupt zu dem witzigen Punkt kam, musste ich schon lachen. Ich saß dann auf meinem Platz, hatte meinen Schal mir um den Mund geschlungen, damit ich nicht laut lache und war die ganze Zeit am Kichern. Die Dame neben mir guckte mich nur amüsiert an und sagte, ich weiß, was jetzt kommt, jetzt ist so lustig. Ja, ich konnte mich kaum zusammenreißen, weil ich ganz genau wusste, was kommt und es war, auch wenn ich es zum zweiten Mal gehört habe, immer noch irre witzig. Großartig. Wenn man auch bedenkt, was für Ereignisse zu dieser witzigen und urkomischen Situation geführt haben, dass diese Ereignisse sehr böse, brutal und mit Sicherheit sehr, sehr blutig und gruselig waren und dass der Autor schafft, wirklich vielleicht nur ein paar Zeilen weiter diese irrwitzige Situation so darzustellen. Großartig, absolut großartig. Ich freue mich auf das Buch. Und es gab aber auch neue Infos und neuen Input, auch wenn man erst am Vortag eine Lesung von ihm gesehen hat. Er hat nicht einfach nur alles wiederholt. Also das fand ich wirklich gut, ihn auch zum zweiten Mal zu sehen. Hat immer noch wahnsinnig viel Spaß gemacht, wirklich. Also war echt ein toller Abend. Ja, da habe ich mir keine Bücher mitgenommen. Hat mich selbst ein bisschen gewundert. Ich habe damit gerechnet, dass bei 6 Autoren ich ein Buch mitnehme. Klaus-Peter Wolf hatte ich ja schon am Donnerstag gekauft. Und ja, das einzige andere Buch, bei dem ich sage, ja, das möchte ich auf jeden Fall haben und lesen, da konnte ich es nicht signieren lassen, dann ist das für mich auch so ein bisschen witzlos. Ja, es war aber auch, wenn mich, sage ich mal, 2 Autoren nicht so wirklich überzeugen konnten, war es trotzdem ein toller Abend, es war eine tolle Atmosphäre, eine tolle Erfahrung. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, ich fand es sehr interessant und wirklich diese Atmosphäre im Gerichtssaal fand ich auch einfach klasse. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Das Gebäude an sich ist wirklich schön, es ist sehr, sehr ansprechend, sehr gut. War auf jeden Fall sehr interessant, da auch mal im Gerichtssaal zu sitzen. Ich war auch am Überlegen, ob ich schon mal in einem Gerichtssaal war. Ich glaube nicht. Ja, dann ist das natürlich auch, hat auch nochmal eine andere Wirkung, wenn man ja noch nicht in so einem Gebäude war oder jetzt nicht so mit drin gewesen war. Also auf mich hatte es auf jeden Fall eine Wirkung. Ich fand es sehr interessant, sehr klasse. Ja, das war dann der Freitag. Nach der Lesung, es war, ich bin mir nicht sicher, 21:30 ungefähr, also auch schon relativ spät, habe ich mir trotzdem noch etwas zum Essen besorgt. Da blende ich euch das Foto ein, weil es so lecker aussieht und es war auch so unglaublich lecker. Und zwar habe ich Sushi gegessen und es war so köstlich. Es war wirklich köstlich. Preislich auch absolut in Ordnung, also fand ich wirklich, wirklich gut. Ich überlege, wie der Laden hieß. Shaki Sushi, ich weiß es leider nicht mehr. Wenn es mir einfällt, schreibe ich das irgendwo
blende ich das ein. Geht da mal hin, wenn ihr in Leipzig seid. Sehr, 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 sehr lecker. Sehr gut. Das habe ich mir jetzt trotz der Uhrzeit gegönnt. Ich hatte auch wahnsinnig Hunger. Und ja, lag zwischen Gericht und meinem Hotel, passte also doppelt gut. Ja, als ich dann im Hotel war, war ich dann ziemlich platt und habe eigentlich nur noch ein paar Worte in die Kamera gesagt, also das habe ich dann doch noch gemacht. Und während ich mir Zähne geputzt habe und so, habe ich dann die Filme auf dem Rechner überspielt, mir aber nicht angeschaut, dann wäre mir aufgefallen, man hört nichts. Ja. Ja, deswegen sitze ich hier und erzähle es euch noch einmal. Ja. Das war der Freitag. Wieder sehr spät vorbei, aber ein sehr toller Messetag mit ganz vielen tollen Menschen vor allem und sehr guten Lesungen, sehr interessanten Gesprächen, sehr interessanten Büchern, sehr interessanten Autoren und ganz, ganz viele verschiedene Eindrücke. Ja, es waren sehr viele Eindrücke. Ja, das war der Freitag und ich denke mal, das war es auch mit dem ersten Video. Ich werde jetzt mal meinen Akku richtig laden, er ist wieder am Blinken, ich hatte nur eben so ein bisschen aufgeladen, damit ich zu Ende erzählen kann. Und ja, dann erzähle ich euch in Teil 2, wie der Samstag und der Sonntag war. Ich hoffe, dieses erste Video hat euch gefallen und wir sehen uns in Teil 2 von meinem Leipzig-Bericht, Leipzig-Vlog, Leipziger Buchmesse 2016, wie auch immer, wieder. Bis bald!